Leute. 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 Wow. Leute. 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 Okay, Leute. Okay, Leute, neues Lied von Rind am Ballern. Da kann jetzt jeder sagen, was er möchte und jeder will seine Meinung haben. Ich feier's. Heute war ein kompletter Sack-Day. Heute war so richtig die Stimmung und die ganze Zeit so, Deswegen, liebe Leute, melde ich mich jetzt an dem heutigen Tag erst und direkt jemand, kannst du von YouTube gut leben? Und da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich noch fast eine Glatze. Real Talk über YouTube Money auf dem Lifestyle-Channel. Schaut euch das Video auf jeden Fall mal an. Und ihr dürft mir auch gerne wieder weitere Fragen in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt in jedem Video das so durchführen, dass ich die Kommentare einfach ein bisschen beantworte, ein bisschen da durchgehe. Neuerdings gehe ich ja wieder abends trainieren und ich bin wieder so, boah, ich bin geladen, ich will die Energie rauslassen. Hier, ich habe sogar schon einen Punkt. Deswegen würde ich sagen, liebe Leute, ich laber nicht lange rum. Good morning. What's bad, man? Liebe Leute, ich hoffe, euch geht es brisant an diesem brisanten Tag. Heute wieder das OOTD, liebe Leute. Ich habe mir einen neuen Sweater geholt und zwar einen dunkelblauen. Da steht IMU drauf. Dunkelblaue Teile zu holen ist teilweise wirklich schwierig, wenn ihr so einen schlichten Style habt. Warum labe ich hier eigentlich wie ein Fashion-Blogger schon wieder? Ich werde jetzt erstmal in die City gehen zu den Jungs. Da sind wir back in business und kommen natürlich wie immer mit der Coca in der Limo sowie Mezzo Mix. Ich bin auf dem Weg in die City und ich habe beste Laune heute. Frag mich nicht warum. Damocles is too speedy. Guter Kollege von mir gewesen. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, liebe Leute, die ich gelesen habe. Gibt es irgendwelche Leute, die dich früher nicht leiden konnten und die jetzt aber wieder auf dich zurückkommen, weil ich jetzt bekannt geworden bin und was weiß ich was? Es gibt tatsächlich diese Leute, die schreiben, ey Digga, wir kennen uns doch noch von früher. Aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, was das Thema angeht, bin ich ultra, wirklich ultra vorsichtig und zurückhaltend. Ich habe auch wirklich nicht viele Freunde so. Also für mich ist gerade das Thema so Freundschaft und mit wem bin ich befreundet, mit wem bin ich unterwegs, sehr wichtig. Die Leute, mit denen ich unterwegs bin, denen möchte ich zu 100% vertrauen. Ich möchte auch zu 100% hinter denen stehen können. So Leute, ich bin im Büro und der Tim hat erstmal bei Blackroll eingekauft. Anscheinend ist es eine Blackroll für die Hände und was das hier ist, kann ich nicht so ganz identifizieren. Hier nochmal eine Blackroll in einer anderen Größe. Das hier, dieser Ball, der ist richtig nice. Den kann man so am Rücken entlang rollen. Physiotherapie läuft. Der hört den Song zum ersten Mal. Denkt, er kann direkt Lyrics ballern. Ey, warte, bist du motiviert für den Tag? Ich bin übel motiviert. Liebe Leute, ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Uhrenfan und ich bin mega lange am Überlegen gewesen, okay, soll ich darüber ein Video machen, weil es ist eigentlich schon unnötig, ne? Mich persönlich würde das interessieren, wenn jemand anders das machen würde, deswegen mache ich es auch, weil ich immer so das mache, was ich selber geil finde. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Bock, wie so ein Prollo da zu stehen. Ja, aber tust du ja nicht. Nur so ein bisschen. Beim Juwelier. Na, aber nicht. Ist es heute soweit? Ich komm mit. Hey, easy game, Alter. Ey, der hat mich da mal abgeworfen. Das Fatz liegt hier, okay? So, da her! Ey, ich hasse den Team, Alter. Fuck. Wir gehen jetzt ein bisschen in die City, Leute. Wir werden jetzt einen gleichen Einkauf tätigen, den ihr eventuell für etwas unangebracht halten werdet. Was sagst du zu so einem Einkauf? Sag's einfach etwa so, egal was der Richter gibt. Okay, danke, Sascha. Wie hieß es nochmal? Hatschi. Wir haben diesen armen Jungen im Dönerladen so verarscht, dass Nico und ich schwul sind, ne? Labo. Also gib mir mal die Hand, ey Bro, was geht, wie ist das? Ey, nachdem der dachte, dass ich schwul bin, ne? Yeah. Der wollte mir nicht mal mehr die Hand geben. Wir haben den übel voll gemüllt. Tim und ich, wir sind beide, sag ich mal, sehr, sehr große. Tim, du bist auch Uhrenfan, oder? Bro, wer ist kein Uhren? Für dich ist ja kein Problem, jetzt sag ich mal 50.000 für eine Uhr auszugeben. Ey, Bruder. Das ist für mich einfach eine der höchsten Handwerkskünste, die es gibt. Rolex ist halt das, was die sehen ja immer relativ ähnlich aus. Das ist halt das, was die ausmacht, sind keine Komplikationen, sondern halt einfach zuverlässige, robuste Sachen. Ja, wir schauen uns jetzt hier Datejust an, blaues Ziffernblatt, geriffelte Lunette, Juwelierarmband. Hebt sich so ein bisschen ab von meiner aktuellen GMT, sehr sportlich und die hier eher so ein bisschen edel und vornehm und eine andere Farbe vom Ziffernblatt. Ich finde generell sowieso blaue Ziffernblätter sehr, sehr schön. Also hier mal im Vergleich eine Day-Date. Also hier haben wir, sag ich mal, den großen Bruder. Die ist wunderschön, die Uhr, keine Frage. Aber erstens viel zu prollig. Die ist auch kleiner, ne? Das ist eine 40 mm. Die ist 40, die ist 41. Jetzt kriegt man das Ziffernblatt komplett in die Kamera rein. So, mit was für einer Linie ist das Ziffernblatt gemacht worden? Okay, also jetzt haben wir jedenfalls mal so im Vergleich. Hier haben sieht wir einfach gleich. Day-Date, Day-Just. Ich muss sagen, die links ist... Ich finde so gerade Day-Date und Day-Just so in der Form, wie sie da liegt, sind die schönsten Rolex. Da es im Video nicht unbedingt ersichtlich war, es ist am Ende diese Uhr hier geworden.
Dayjust, blaues Ziffernblatt, geriffelte Lünette und Jubiläumband. Hey Alter, wo bist du, Alter? Mach's, Alter. Bitte? Was ist gut bei dir, Alter? Also, mit Spinat drin. Spinatteig. Mega geil. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr realer Typ und ich rede eigentlich über alles sehr gerne offen. Ich erzähl gleich mal ein bisschen mehr dazu. Jetzt essen wir erstmal. So, Freunde, und ich bin wieder auf dem Parkplatz, auf dem Real Talk Parkplatz natürlich. Und da möchte ich ganz kurz was zu diesem Video hier ansprechen. Ich habe ganz lange überlegt, so, okay, soll ich jetzt hierzu ein Video machen oder nicht? Es kam mir ja immer wieder so, auch so Jokes auf so, ja, Latzo mit seiner Rolex und bla bla. Ich habe ja zu meiner ersten auch kein Video gemacht oder so. Ich finde es einfach unfassbar schön, das Ding anzuschauen. Und für mich ist es jetzt nicht so, okay, ich musste das Video jetzt hier drehen, um irgendwie euch was zu beweisen, dass ich krass bin oder dass bei mir läuft oder um irgendwie, keine Ahnung, um mich einfach zu pushen oder so. Ich repräsentiere einfach das, wofür ich mich interessiere, liebe Leute. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar darüber, dass ich mir diesen Luxus einfach leisten kann. Und er findet es unfassbar schön und weiß es auch wirklich zu schätzen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren eure Meinung dazu dalassen, was ihr generell auch so von teuren Schmuckstücken und Uhren und sowas haltet. Ich hoffe, es gibt nicht so viele Hater da draußen, die mir es nicht gönnen. Ich finde sie auf jeden Fall wunderschön. Sie ist echt, sie ist ein Prachtstück. Ich wollte dazu einfach nochmal kurz was sagen. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Das soll es dann im Endeffekt mit dem Video für heute gewesen sein, liebe Leute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die Jungs haben gerade noch eine miese Instagram-Session geschoben da vorne. Wahrscheinlich scheiße geworden. Leute, haut rein, wir sind's.